Hallöchen Freunde, weiter geht's hier mit der dritten Folge von The Cave und wir machen direkt weiter und wir gehen hier erstmal runter mit der Abenteuerin. So, und Dynamit. Ja, herrlich. Kiste mit Dynamit. Gut, nehmen wir mal mit. Naja gut, die ganze Kiste haben wir nicht bekommen, aber immerhin eine Stange. So, hier geht nix. Oh, Flamme. Nicht gut. Nicht gut. Können wir damit vielleicht... Like I said, there's no dying in the cave. Ja, ist doch gut gelaufen. Ich wollte sie eigentlich noch fallen lassen, aber so geht's ja auch. Oh, ein Schatz. Juwelenschädel. Ja, danke. Nehmen wir mit. Lässt sich bestimmt gut bei eBay verkaufen. So, gehen wir hier mal hoch. Aha. Na Mensch, ein Kontrollfeld. Das ist doch was für unsere kleinen Nerden. Also wir könnten jetzt hier auch so rüber, aber ich bin mir sicher, dass wir das so manipulieren können, dass wir da gar nicht drauf stehen müssen. Achtung. Ja, Gott sei Dank, sonst wären wir jetzt Brei. So, wo geht's denn hier hin? Ein Aufzug. Warten wir mal. Funktioniert sogar noch tadellos, sehr schön. Okay, wir brauchen scheinbar jemand anderen, der den für uns drückt. Das wird sie ja wohl gerade noch hinkriegen. So. Oh. Nee. Hier waren wir doch eben schon. Nein, hier will ich gar nicht hin. Wir fahren mal wieder runter. So, und wir können mit ihr mal kurz schauen, was denn hier eigentlich ist. Oh. Was ist denn das? Ein Schauspielpreis? Oh. Ja. Ist auch was für eBay, würde ich sagen. Nur was sollen wir mit dem Krempel? Also, was haben wir denn hier unten überhaupt? Oh. Schwimmen wir mal. Mick Jagger oder wer ist er? Yay. Okay, aber ich verstehe gerade nicht so ganz, womit wir mit dem Krempel denn hin sollen, ne? Okay, wir müssen uns einfach nochmal ein bisschen umschauen. Dann werden wir schon herausfinden, welcher Sinn das hier alles hat. So, da oben ist ja das. Gehen wir mal hier unten lang. So, hier unten ist das Wasser gewesen, ne? Jawohl. Okay, ich würde sagen, wir müssen nochmal an den Anfang. Da, wo wir hergekommen sind. Das heißt, oder wenn wir hier die beiden mal absetzen. So, und dann mit der Abend... Na, jetzt kann sie hier wahrscheinlich... Okay, geht doch. So, fahren wir hier eben nochmal ganz kurz hoch. Grog-Automat. Ha. Aber hier ist ja eigentlich alles abgearbeitet, ne? So, wenn wir hier nochmal zurückgehen. Nee, aber so weit runter. Also, beziehungsweise so weit hoch müssen wir ja mit Sicherheit nicht. Aber ich schaue nur nochmal vorsichtshalber. Ach, das sind die... Ach ja, ich habe schon wieder die Mission total verplant. Wir müssen ja das Souvenir zurückgeben. Ja, das ist doch klar. So, hier. Ach, und die anderen kommen auch. Wie praktisch. Ja, ja, hier. Komm, nimm noch den Oscar. Trinket Numero 2. Und Mick Jaggers Gitarre. The third glorious trinket. I have to say, you have surprised me. I figured you'd give up after one. Nein, 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 nein. Also, dann können wir hier rein. Ja, dann mach auch die blöde Tür auf. Right. Sorry. Danke sehr. So, nehmen wir mal hier den Ritter. Und dann machen wir eine kleine Höhlentour.
Durch Betreten der Höhle. Die Höhle, stimmen Sie zu. Die Höhle Inc., die Muttergesellschaft Amalgamated Aluminium Holdings und alle Tochtergesellschaften von Die Höhle, ob real oder fiktiv, von der Haftung bei allen körperlichen, emotionalen oder spirituellen Verletzungen, die nach dem Aufenthalt in der Höhle für einen Zeitraum von mindestens 1 und maximal 5 Jahren auftreten, auszuschließen. Die Höhle ist zudem nicht verantwortlich für Schäden an oder Verlust oder Diebstahl von persönlichen Gegenständen und Kleidung. Zudem stimmen Sie zu, die Höhle für jeglichen Schaden, den Sie bei Ihrem Besuch anrichten oder auch nicht anrichten, zu entschädigen. Viel Vergnügen bei der Höhlenforschung. Ja, also ein Haftungsschild hier, ganz wichtig. Und dann geht's mal runter. Well, that was a close one. It does bode well for our intrepid Spelunkers that they navigated that maze of intrigue. I have high hopes for this group, much better than the last. I think they may still be down here. I should probably get them out. Nothing scares away the tourists like a rotting corpse. Ja, das wollte ich wissen, danke. So, was haben wir hier unten? Nichts Besonderes. So, man kann übrigens, also es gibt ja noch wesentlich mehr Charaktere. Man kann natürlich mit allen drei Kombinationen, egal welche Charaktere man hat, kann man das hier natürlich durchspielen. Man kann natürlich auch andere drei nehmen, damit geht's auch. Damit hat man dann vielleicht einen anderen Lösungsweg. Und schade, ich dachte, das zieht jetzt hier das Ding komplett runter. Dem ist aber nicht so. Ja. Ich glaube, wenn wir hier runterspringen, dann sterben wir. Ja. Danke für die Erkenntnis. Okay, können wir denn da irgendwie ranspringen? Gibt es da einen Haken? Guck mal nach. Okay, einen Haken gibt es scheinbar nicht. Oh. Oh. Okay. Ich würde sagen, einer muss sich hier wirklich dran festhalten. So, und dann springen wir einfach drunter weg. Wunderbar. Oh. Eine Gelegenheit. So, weiter geht's. Jetzt ist er hier natürlich wieder am Weg. Das heißt, wir nehmen sie hier eben noch mal ganz kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob die das dann automatisch macht. So, zack. Und zack. Und dann nehmen wir sie. Und ja, sie kann da oben bleiben. Nein, wir retten sie natürlich irgendwie noch. Müssen wir mal gucken, wenn wir das jetzt hier nach hinten ziehen und sie da raufspringen kann. Dann wird sie den Sprung ja sicherlich überleben. Sonst wird diese Kiste hier wohl nicht stehen. So, sie darf weiterziehen. So, dann probieren wir mal das aus. Und, jawohl. Wunderbar. So, was haben wir hier? Okay, wir müssen wahrscheinlich alle drei rauf. Weil da so drei Lampen waren. Na. Jawohl, das ist die zweite Lampe auch an und dann kurz die dritte Lampe noch anmachen. Und zack. Höhlentour. Na, ich trau dem einfach mal, spring hier runter. So, some say chivalry is a trait that cannot be learned. It is a quality you are born with. That may or may not be true, but what is true is you can't steal it. It's a lesson our brave knight friend is about to learn. Or a lesson we hope he is about to learn before anyone else gets hurt. Or maimed, or killed, or eaten alive. Forget I said eaten alive. Spoilers! Also die Dialoge sind wieder richtig gut. So, wir schauen hier einfach mal, aber ich gehe davon aus, dass wir durch das Feuer müssen. Und ich habe auch schon einen kleinen Plan. Okay, was haben wir hier? Feuer. Okay, hier geht's aber nicht weiter. Er will das nicht nehmen, ne? Nee, würde ich auch nicht. Gut, heiße Flamme. Nee. Gut, dann gehen wir nochmal kurz hoch, denn als Ritter haben wir ja die Fähigkeit unverwundbar. Und damit sollten wir hier eigentlich ohne Probleme durchkommen.
So. Okay, hat geklappt. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Eine Zugbrücke und ein Schwert. Another fine knight has Excalibur. Come to try and pulleth Excalibur from the stoneth. Only the worthy may attempt such a feat. Prove thy worth by first winning the love of my daughter. She is quite Ach, scheiß auf die Tochter, ich will das Schwert. She will never wed. Returneth with her amulet as proof of her love. And thou will be granted a chance to pulleth the swordeth from the stoneth. Na, ich will das jetzt haben. Scheiße. Wieso kann der nicht aus dem Wasser rausspringen? Gut, wir lassen ihn mal hier stehen und dann gehen wir mal mit den anderen hier lang. Ja, müssen wir erstmal das doofe Amulett von der doofen Tochter holen, damit wir das tolle Schwert kriegen. Und dann schauen wir einfach mal. Ach, jetzt ist der Ritter auch hier, wunderbar. Na gut, dann gehen wir hier mal hoch. Mhm. Mal kurz hier vorne. Da ist nix. Dann gehen wir hier mal das Seil hoch. Ach. Na super. Du blöde Kuh, hättest du nicht sagen können. Oh, so weit. So hoch springen dürfen wir nicht. Also, jetzt müssen wir erstmal. Wie wäre die Story denn jetzt, wenn wir nicht mit dem Ritter hier gewesen wären? Sondern meinetwegen mit den Zwillingen oder so. So, weil den scheinen wir jetzt doch wirklich zu benötigen bei der Troller hier. So, schauen wir mal. Na. Oh, please. Not another chivalrous knight trying to win my love through misguided feats of bravery or bribery. I really need to talk to Ich bin nicht freiwillig hier. Okay, let's get it over with. Go prove your bravery by returning with the gold the dragon is guarding. Do that and I'll give you my amulet as a token of my love. Blah, blah, blah. That is what you want to hear, right? Dragon, Eigentlich gold, möchte ich nur das Schwert. Men, I just want to be an electrical engineer. Ein Drache. Und das alles für so ein doofes Schwert. Wunderbar. So, gehen wir mal hier. Okay, gehen wir so. Und ja. Yes. Und ja. Höhlentour. Dann schauen wir doch einfach mal, wo der liebe Drache ist. Aha, rechts. Links Drache, rechts. Dann gehen wir einfach mal links. Wird schon nichts passieren. Heiße Flamme. Flammende Flamme. Oh, Drache oder Totenköpfe sieht auch gut aus. Heißer Stecken. So weit, so gut. Feuer. Ganz schön weite Wege hier. Riesenstreichholz. Das sollten wir vielleicht mitnehmen. Experimentelle Forschung. Wieder was für Sheldon. So. Können wir nicht mitnehmen, ne? Nee, können wir nicht mitnehmen, können wir nicht benutzen, herrlich. Dann gehen wir doch lieber zu dem Drachen. Ach komm, geh doch einfach runter, dann halt ab hier jetzt fallen lassen. Ach ja. Der Herr ist ganz schön eigenwillig, was die Steuerung angeht. So. Aha, wieder ein... Ah, schade. Also hier kommen wir nicht hoch. Dann gehen wir hier oben mal lang. Aber ich denke mal, bevor wir hier weitergehen, machen wir ein kurzes Päuschen. Und nächste Folge geht's weiter. Und dann holen wir den Schatz von dem Drachen. Bis dann.